Art wäre schlauer gewesen, ich weiß. Zauberbrunnenschein, ja, Jägerstiefel und eine Pionierhose. Gucken wir mal kurz. Leichte Rüstung. Eine Alarmbrust, die ich nicht brauche. Ja, mein Ultimatum. Dummisch Heck wie hier. Meine alten Axtkämpferstiefel. Ah, jetzt stehen die hier auch als Sekundärwaffen drin. Ah, eine mittelschwere Pionierhose. Ich habe eh noch eine Assassinenhose an. Ich wechsle jetzt dann mal auf Mitte. So, die Schlachtfeldbeute wäre damit mein. Jetzt gucke ich nochmal kurz auf die KT. Ja, darüber ist auch wieder unnötig der. Also unnötige Qual dieser Weg, deswegen laufe ich dahin, anstatt Plätze zu nehmen. Ich dachte, ich hätte den Hasen so im Laufen umhauen können, aber Geralt hat nicht reagiert. Da hinten leuchtet's. Ach, das ist die Stadt. Ich dachte, das ist voll Rambazamba. Versinke ich gerade im Sumpf? Hab gar keinen Bock, mich mit denen anzulegen. Hi. Schmeckt dir das super? Oh. Ich hab gar nicht auf mein Leben geachtet. Ein bisschen verwirrend mit den ganzen Doppel- und dreifachen Sachen, die man hier jetzt sieht. So. Einer lebt noch. Ah, da war tatsächlich ein Liebling. Ich dachte, ich hätte mir den eingebildet. Oh. Wir gehen da mal. Was jetzt, du Stück Dreck? Wenn ich mich mal orientieren könnte. Stirb endlich! Das war's. Gut. Die Menge war auf einmal ziemlich gefährlich. Ich weiß echt nicht wieso. Zwergenschnaps. Blutbefleckter Schlüssel, blutbeflecktes Dokument. Es ist mir gelungen, die Blutung zu stoppen. Ich muss nachdenken. Ich könnte Hilfe suchen. Da muss ein Dorf in der Nähe sein. Ich kann Hundegebell hören, aber die Leute würden meine Uniform erkennen. Sie würden fragen, was ich im Sumpf mache. Sie würden es herausfinden. Sie würden alles an sich nehmen und mich vielleicht töten. Wir sind hier schließlich in Velen. Ich habe viel Blut verloren. Vielleicht zu viel. Wenn die Wunde morgen früh noch sauber ist, kann ich es schaffen. Ich breche bei Tagesanbruch auf. Vielleicht greifen die Ertrunkenen dann nicht an. Ich vergrabe den Schatz und gehe nach Novigrad. Dort sollte ich jemanden finden, der mich wieder zusammenflicken kann. Jemanden, der keine Frage stellt. Dem es egal ist, ob... Man ein Deserteur ist in einer neutralen Stadt sowieso. Mir bleibt nur noch zu beten, dass niemand meine Spuren findet, dass niemand der Blutspur folgt und den Schatz findet, aber hier kommt keiner durch. Ich hoffe, es alles wird gut. Außer ein Hexer. Blutgold. Ich sehe tatsächlich die ganzen Blutspuren. Man kam aber wirklich nicht weit, ne? Muss man ja auch mal sagen. Hier stehen überall Thronen, Boxen, Kisten, ihr wisst schon. Ja. Kopfjäger und Axtkämpferstiefel, die ich wieder nicht brauche. Ja, sieht cool aus. Ist ein Relikt, aber ich nichts brauche.
Und ich wollte jetzt nochmal hier hingehen, weil es hier so interessant aussieht. Das hier sind halt so Ruinen, da es wird nichts sein, aber hier könnte was sein. Und dann schwimme ich hier so zurück. Einmal durch den Ponta schwimmen. Warum auch nicht? Ja. Das tue ich so. Das mache ich so. Und dann gehe ich das hier alles so ab. Gehe dann hier so zurück, mache den Kram hier. Gehe hier lang. Nehme das Stück hier noch mit und gehe dann hier die ganzen Wege noch so ab. Aber ob ich das heute noch mache, weiß ich nicht, weil ich werde langsam müde. Man merkt es fast gar nicht an meinem Gegähne. Auch diese riesigen, geilen Schiffe. So eine fette Kriegsgaleere. Anstatt dass ich mir auch einfach mal merke, dass... Was sind das? Ah, hier sind Banditen. Panisch rumgeklackert, hat man vielleicht gehört. Ach stimmt, ich könnte ja auch mal wieder... Wo ist denn das Essen? Hier. Auch habe ich verschiedene Stacks vom Meister Visimas. Naja. Bis jetzt kenne ich die Stimme zumindest noch nicht. Da bei ihnen, nicht bei dir, wir alle. Du, Netschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Rand. Entweder hat er einen Knall oder er wurde halt wirklich vertröstet, dass er hier Boote bewachen soll. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ach, die wollten einfach nicht, dass Spastis in ihre Stadt. Schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los, ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht, aber alle fallen um. Auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch. Schlechter als Hansi kann es niemals sein. Ich habe dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Das mit Mama beim Lied. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut, Soldaten, Freunde nicht so gut, trotzdem große Suppe immer gut. Ich verstehe schon, so ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat, Trollhäuptling sagt
bring Farbe, du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Hätte er mich vielleicht als Soldat verkleiden können, damit ich in die Stadt komme? Ich etwas Farbe für dich auf. Ah, da hätte ich ja vorher in die Stadt rennen müssen. Redania Armee vergisst nicht. Ja, und der Lannister auch. Farbe wo? Farbe nicht hier. Aber Befehl sagt. Oh, verbesserte Greifmaus. Ja, das ist auch noch so ein Ding. Man findet halt für die ganzen Rüstungen immer noch bessere Versionen. Also wenn man sich so eine geile Set-Rüstung baut, kann man die auch immer noch ein bisschen aufbessern. Gut, ich gehe jetzt hier geradeaus. Und schwimme ich darüber. Ja, das Offene. Wie interessant ist das? Ja, Geralt, hör auf zu schleichen. Schwimmen. Fang an zu schwimmen. Finde ich auch lustig, wenn Ertrunkene nicht von Anfang an im Wasser sind, schwimmen sie einem auch nicht hinterher. Das ist merkwürdig. So, und hier war ich ja schon, ne? Ja. Folge ich jetzt den Weg. Hast ja auch den besten Weg ausgesucht, plötzlich. Boah, blödes Pferd. Steht's da richtig geil. Ach, hier war der Weg, der... Okay. Und was Plötze da auch immer hing. Ich weiß es nicht. Mal kurz gucken. Okay. Wir folgen einfach weiter dem Weg. Ich wollte eigentlich, bevor ich aufhöre, noch hoffen, dass ich die Typen finde. Aber wenn nicht, mache ich das beim nächsten Mal. Ich muss aber auch gleichzeitig hoffen, dass ich nicht vergesse. Sei gegrüßt. Ah, ist so ein fahrender Händler. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ist wieder so eine Patrouille. Okay, der kauft aber auch. Ja, okay, ich kann ihm meine Handschuhe und den neuen Dualer Armbrust verkaufen. Eine 21er Armbrust habe ich gefunden. Oh, er kauft das doch alles. Na gut. Ja, gut, reicht. Leb wohl. Oh ja. Jetzt sind wir hier quasi in dieser kleinen runtergekommenen Garnison vor Ochsenfurt. Komm schon, Plätze! Hast du's eilig? Ich dachte gerade, die haben hier eine Arena aufgebaut, das sah hier so ein bisschen so aus. Hast du's eilig? Okay, die haben hier wirklich nur so ein kleines Bollwerk errichtet. Wir haben beim letzten Mal hier nur durchgepeitscht, um die Tochter vom Baron zu holen. Nee, da liegt noch nicht hin, da muss ich ja früher oder später eh hin. Gut, dann würde ich hier mal sagen, ich drehe mich noch richtig. Ich wollte ja... Ach so, okay, dann gehe ich noch mal einmal den Weg hin und zurück. Aber hier dürfte auch nichts sein. Wobei, hier bin ich mir halt nicht sicher. Also hier gehe ich lieber sehr genau die Wege ab, weil ich ja hier wirklich schon mal war und nur durchgerannt. Jetzt bin ich doch den falschen Weg gelaufen, ne? Ach nee, ich wollte ja hin und zurück. Genau. Nicht so schnell, Plätze. Gut. Da hinten sind Häuser. Gut, aber ich müsste jetzt eh einen Cut machen, deswegen, ach, eine verlassene Stätte ist hier. Die wurde mir gar nicht angezeigt, ne? Ja, dann mache ich hier auf jeden Fall erstmal auf jeden Fall einen Cut. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal, ich werde aber für heute erstmal aufhören. Haut rein. Ciao, ciao.